Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Live in the Woods. Wir sind immer noch unterwegs und haben in der letzten Folge eine sehr schöne Berggegend mit Wasserfällen und Schluchten gesehen. Und irgendwo hängen wir hier auch noch mittendrin rum. Ich weiß noch nicht wo. Wo sind wir denn? Ah, okay, wir sind eigentlich auch schon raus. Wir können jetzt hier so rumlaufen. Aber ich würde mir vorher doch gerne diesen Herbst weiter angucken. Ob wir da auch Herbstbäume abgreifen können oder ob... Ich glaube, na... Das sind wohl doch eher ganz normale Bäume und die sind nur hier gefärbt. Das wird sich wahrscheinlich nicht übertragen, oder? Ich weiß es nicht. Dark Oakwood. Haben wir Dark Oakwood zu Hause? Und das ist ganz normales Birkenholz nämlich. Wir machen das einfach mal testweise. Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir die Dinger hier mitnehmen, dann auch das, ja, die Blätter hier erhalten. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das werden bei uns ganz normale Blätter. Aber man kann es ja ausprobieren. Nachher ist man immer schlauer. Ich helfe ja auch gleich mal nach. Bei dem von mir aus auch vielleicht. Vielleicht werden wir freudig überrascht und es wird tatsächlich irgendeine Farbe. So, wir haben von... Ach, guck mal. Ja, Yellow, Orange. Ah, okay. Na dann. Das Birkenholz brauchen wir nicht, das haben wir selber. Bei dem Darkwood bin ich mir gerade nicht sicher. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Weil es hübsch ist und ich nicht weiß, ob wir es schon haben. Und es lackt immer noch so. Das muss hier echt an den Bäumen liegen. Anders kann ich es mir gerade nicht erklären, warum das hier auf einmal so laggy ist. Ja, doof. Also... Den Baum können wir noch abholzen eigentlich. Ja, wir kriegen keine Septics mehr, oder? Mist. Warum nicht? Oh, nein, so nicht. Ich habe ein paar mehr Dinge. Ah, na, da will ich jetzt aber nicht rumsuchen. Hä, das ist auf einmal Akazien. Hä? Nein, hier ist es wieder Oakwood. Was ist das jetzt? Nee, doch, Dark. Hä, ich bin gerade... Stand da nicht gerade Akazie? Ich bin verwirrt. Leicht. Na gut, da kommen wir nicht ran. Aber ich will noch ein paar Saplings. Das ist mir zu wenig. Das bringt doch so nichts mit einem Sapling pro Baum. Okay, da haben wir jetzt noch was. 4? Okay, damit kann man arbeiten. Boah, das wäre echt schön. Also gerade bei uns kann ich mir das super vorstellen. Die ganzen Pinewood-Dinger einfach durch das hier ersetzen. Oder einfach in einem, ja, in einem Dorf, was wir bauen, dann hier die ganzen Herbstbäumchen. Ich glaube, das wird schön. Kann man damit auch so ein bisschen so eine Allee säumt oder so? Oder gleich jetzt ganzer Wald? Ich glaube, der zweite ist sogar noch schöner. Ah, das... Ja, es tut mir leid, dass es gerade so... So hängt. Ich weiß... Oh, da sind noch andere Blätter. Hm. Verdammt, wir werden hier nie wieder rauskommen. Da haben wir noch einen bekommen. Wir haben 3. Könnte reichen. Oh, wer es gerade erkennt, das ist tatsächlich ein Lied, was ich in meinem Hörbuch drin habe. Und das Schlimme ist, immer wenn ich jetzt diese Lieder höre... Vom Hörbuch muss ich direkt an das Hörbuch denken. Das ist ganz schlimm. Also mal gucken, ob wir hier auch die schönen Dinger... Die finde ich am schönsten. Davon will ich auf jeden Fall. Maple Sapling. Müsste das sein? Davon will ich ein paar mehr, weil ich habe Angst, dass wir es uns nicht kriegen. Ist das da noch was Neues oder ist das das, was wir schon haben? Ui, wir werden jetzt hier 3 Stunden Saplings farmen wahrscheinlich. Also wer nicht Lust hat, 3 Stunden Sapling farmen zu sehen, der schaltet jetzt 5 Folgen weiter. Wahrscheinlich. Ja, und ich muss ja sagen, wir sind ja schon fast bei 70 Folgen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so weit komme. Und ja, bei 100 müsste man sich eigentlich irgendwas Cooles überlegen, oder? Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch irgendwas Geiles einfällt, was ihr gerne so als 100-Folgen-Special haben wollen würde. Zum Beispiel könnte man ja was Bestimmtes bauen, also irgendwas so aus Zuschauerwünschen vielleicht. Oder man könnte... Das hier ist ganz normal, das ist gestoppt, ja. Oder man könnte eine besonders lange Special-Folge machen, in der man vielleicht auch über bestimmte Themen redet. Ja, könnt ihr euch ja mal was einfallen lassen. Ich überlege mir auch was. Ich möchte ja nicht nur, ich möchte euch ja auch was bieten und nicht nur euch die ganze Zeit fragen und ja, meinen Wochenplan sozusagen bestimmen lassen. Ihr habt bestimmt auch Besseres zu tun. Aber wenn euch irgendwas Cooles als Special einfällt, euch da irgendwas gefallen würde, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin da offen für alles. Ich muss hier echt mal ein paar Sachen wegschmeißen, die ich nicht brauche. Was ist das denn? Wo haben wir denn die Persimone her? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwas muss ich da wegschmeißen können. Gravier nicht gerade, das brauchen wir nachher. Die
Willow finde ich schön, ist aber eigentlich auch Quatsch, jetzt mitzuschleppen, das eine Ding. Hier so ein Mushroom brauchen wir auf keinen Fall. Ich muss mal hier ein bisschen drum rumlaufen, bevor wir das wieder einpacken. Oh Gott, wo sind wir denn hier? Laufen wir überhaupt richtig? Das ist auch noch die Frage. Moment. Na, nicht mehr so ganz. Wir müssen hier wieder hoch. Ich glaube, wir haben auch alles abgegriffen an schönen Bäumen, was es hier gibt. Oh Gott. Ja, wir laufen direkt in das Biom rein, warum alles so wackelt. Ja, ich glaube, von dem Wolf-Willow nehmen wir noch ein paar mit, weil mir die echt gut gefallen. Und wir den Stack jetzt eh haben. Ja, die lasse ich auch erstmal. Falls wir doch was wegschmeißen müssen, können wir das ja immer noch tun. Weil ich die Blumen oben auf dem Berg schöner fand, aber nee. Hört ihr das? Ich glaube, bei mir gibt es gleich ein riesen Gewitter und mein Fenster ist offen. Falls es gleich tatsächlich gewittert, muss ich mal kurz dahin rennen und das Fenster zumachen. Es donnert hier gerade. Ich weiß nicht, ob man den Donner gerade gehört hat. Es ist auch Gewitter angesagt, also es ist nicht so unwahrscheinlich, dass hier gleich Gewitter kommt. Oh. ich liebe Gewitter. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber gerade wenn man jetzt nicht unbedingt raus muss oder auch wenn es warm ist und man raus muss, geht es auch. Der Gewitter ist echt schön. Also ich schreibe auch super gerne, wenn Gewitter ist. Das habe ich früher immer gemacht, mittlerweile gar nicht mehr so, weil ich auch nicht viel geschrieben habe, außer jetzt neu angefangen, ja, das Hörbuch. Ja, da kann ich mir leider nicht aussuchen, wann ich schreibe. Das hat ja eine Frist. Und ja, früher habe ich das echt gerne gemacht, sobald Gewitter war, also so als Teenagerin. Sobald Gewitter war, habe ich mich hingesetzt und Gedichte geschrieben und ja, ich weiß nicht, ob auch Kurzgeschichten. Also ich habe immer versucht, irgendwelche Geschichten anzufangen, oft auch Fanfictions. Die gingen aber nie sehr weit. Ich hatte leider, was Schreiben angeht, kein wirkliches Durchhaltevermögen, muss ich ehrlich zugeben. Deswegen ist das Hörbuch für mich auch mal richtig cool in der Hinsicht, dass ich tatsächlich gezwungen bin, also mich selbst halt gezwungen habe, sozusagen, auch mal was zu Ende zu schreiben. Das ist... Ach, ich würde auch gerne den Herbstwald irgendwie benennen. Moment. Wir sehen es zwar, aber ich würde es trotzdem gerne irgendwie so... Herbst. Ich nenne das einfach mal Herbstwald. Wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen unkreativ. Ich werde das alles mal irgendwann ändern. Ihr könnt mir auch wirklich gerne immer, ja, wenn ich irgendwas benenne und euch fällt in dem Moment irgendwas Cooles ein, wie man es eigentlich hätte nennen können, dann schreibt es mir einfach immer in die Kommentare, egal in welcher Folge. Schreibt mir das in die Kommentare und ich gucke mal, ob mir der Name zusagt, ob der reinpasst ins Spiel. Wir wollen ihn so ein bisschen auf Fantasy-Mittelalter-mäßig machen, vor allem Fantasy halt. Ja, dann gucken wir einfach mal, ob das passt. Ui, hier ist alles... Ist ja alles Wasser. Wir hätten uns ein Boot craften sollen. Was ist das da? Was ist das für eine Frucht? Moment. Wir sind aber auf Kurs, immerhin. Was ist das? Kokosnuss. Ich glaube, wir haben keine Kokosnüsse. Also, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Und die sind leider nicht reif, deswegen müssen wir die jetzt leider mühselig kaputt machen. Aber es ist ganz cool, dass es geht. Dass man die tatsächlich kaputt machen kann und dann die fertige Frucht rauskriegt. Macht natürlich auch das kaputt und es wächst nicht. In der Frucht nicht wieder neu nach, aber egal. Wir müssen ja auch nicht so viele mitnehmen. Man kann sich... Wir sollten das Dschungelwood vielleicht... ich will den Baum nicht kaputt machen. Wir nehmen noch eine Kokosnuss mit. Die können wir uns ja selber ranzüchten, würde ich sagen. Da müssen wir jetzt den Baum hier nicht zerstören. So, wir haben dreimal Kokosnuss. Oh, das ist richtig cool. Da fängt schon wieder an. Ich hoffe, das wird jetzt nicht wieder eine Serie der Coolsagungen. Wollen wir uns ein Boot machen? Ich bin fast dafür, ein Boot so herzustellen. Ein Boot war doch... wir brauchen die Dings. Moment. Bootfahren ist doch auch mal lustig. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Doch, auf unserem See, glaube ich. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Hier, Pinewood braucht man nicht. Und da haben wir schon ein kleines Bötchen. Ah, es wird aber schon wieder dunkel. Mist. Dann sollten wir vielleicht noch kurz warten. Und erstmal schlafen gehen. So, stellen wir schon mal hin. Ich gucke mir mal kurz hier die Bäume an. Das sind ganz normale, ne? Ja. Was ist das? Achso, nur Gestrüpp. Ist nichts. Rubber haben wir selber. Brauchen wir nicht mehr. Wie gesagt, den Baum will ich nicht unbedingt kaputt machen. Na komm. Ich will schlafen. Wir können in der Zeit die Kiste wieder zurück machen. Unsere Werkzeugkiste. Essen können wir leider noch nicht unbedingt. Oder können wir schon was essen? Oh, jetzt bin ich schlafen gegangen, obwohl ich was essen wollte. Mit leerem Magen im Bett, schlimm. Schlimm, schlimm, sowas. Kann ich auch nicht. Also ich tue es manchmal, aber oh.
wenn ich mit leerem Magen ins Bett gehe, da sitze ich immer stundenlang wach im Bett und liege wach im Bett und kann nicht schlafen. Geht's euch auch so? Ich habe das ganz schlimm. Ich kann echt so nicht schlafen mit leerem Magen. Wow. Das war jetzt ein Donnerschlag. Hallo? Warum kommen wir hier nicht weg? Ist hier irgendeine Strömung? Sag mal. Aus irgendeinem Grund kommen wir hier gerade nicht raus. Ah, jetzt. Scheiße. Und wir sind kaputt. Ja, unser erstes Boot war ein voller Erfolg, würde ich sagen. Was war denn hier jetzt los? Keine Ahnung, was da gerade schiefgelaufen ist. Müssen wir wohl nochmal machen. Das war ja seltsam. Auf einmal einfach zerstellt und nee, Quatsch. Doch, können wir auch nehmen, brauchen wir auch nicht. Haben wir zu Hause selber. Kann man das mixen bei einem Boot? Ja. Warum sollte man auch nicht? Versuchen wir es nochmal. Ich lasse die Werkzeugkiste diesmal da, falls es wieder schief läuft. Okay, geht. Ich weiß nicht, kann man gegen diese Lilypads fahren? Ich habe ein bisschen Angst, dass unser Boot jetzt... Sag mal, irgendwie will das hier alles nicht so richtig funktionieren. Okay, man kann dagegen fahren, aber irgendwie steuert sich das Boot nicht. Ja. Irgendwas funktioniert hier nicht ganz richtig. Ah, jetzt so auf einmal. Ja, das ist ja komisch. Gerade wollte es tatsächlich einfach nicht nach links oder rechts gehen. Ich habe gerade wie wild auf die Tasten gedrückt, passierte nichts. Naja, wollen wir da nicht weiter nachfragen. Immer nach oben. Sieht richtig aus. Wir können uns ja hier nebenbei noch ein bisschen... Oh, Kürbisse. Ja, Kürbisse haben wir selber. Ist alles gut. Hier sind auch überall Rubberbäume. Mhm. Guck mal, kaum sind wir aus diesem Kiefernwald nämlich raus, oder was das da gerade war. Scheiße. Oh, das gibt's doch nicht. Woran sind wir jetzt wieder kaputt gegangen? Ich habe keine Ahnung. An den komischen Lilypädchen? Nee, die anderen haben wir auch kaputt gemacht. Oh, Mann. Das ist doch nervig. Gut, dass wir die Kiste gleich draußen gelassen haben. So, ja, also mussten die Ruckler, glaube ich, tatsächlich an dem Dings liegen. Ja, guck mal, das Boot geht kaputt und wir kriegen da wahrscheinlich immer Oakwood raus. Aha. An den Bäumen liegen. So, jetzt kann ich den Satz endlich mal annehmen. Manchmal ist es stumm. Wortfindungsstörungen. Da hatte ich heute im Seminar erst das Thema von Wortfindungsstörungen. Ah, Mann, jetzt lenkt doch einmal dahin, wo ich hin will. Und vor allem diese Wahrheitsbegriffe. Interessant. Also man lernt im Germanistenstudium doch noch einige lustige Sachen. Also vieles kennt man ja auch logisch einfach, aber ich fand das ganz interessant, dass man als Begriff halt so diese Wahrheitsbegriffe, wenn man immer sagt, hier Dings und dieses, ihr wisst schon, ja, einfach diese Wahrheitsbegriffe, die man überall einsetzt. Also ich glaube, wenn man mal mitzählen würde, sagt man wahrscheinlich 100 Mal am Tag Dings. Also ich zumindest. Ich glaube, weniger ist da nicht drin. Hier scheint richtig Ozean zu sein, oh je. Dann sollten wir hier nicht weiter lang, sondern lieber wirklich den Weg folgen, den wir eigentlich nehmen wollten. Ja, also ich glaube schon, dass ich garantiert öfter wahrscheinlich, nicht mal 100 Mal, wahrscheinlich 1000 Mal Dings sage. Okay, da war eine Wüste. Ist das unsere Wüste? Nee, unsere Wüste müsste nach hier sein. Das sind wahrscheinlich nur einzelne kleine Inselblöcke hier. Ja, es sieht so aus. Oder? Hm, mal gucken. Nein, scheint tatsächlich ein Ende zu geben. Hm, Mist. Das ist ein bisschen schlecht gerade. Aber da es trotzdem in der Nähe ist, sollten wir vielleicht das so... Ja, wir sollten versuchen, hier irgendwie hochzukommen, glaube ich. Oh Gott. Na, da könnte es klappen. Wir gehen mal dahin. Und dann versuchen wir das mal. Bam! Ich weiß gar nicht, ob man das Boot normal überhaupt wieder einpacken kann oder ob man das immer stehen lassen muss. Ich glaube tatsächlich, man muss das immer stehen lassen. Das kann man nicht wieder ins Inventar packen. Glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob ich es schon mal versucht habe. Wir könnten uns hier überall nochmal Sand mitnehmen. Wir müssen ja nicht unsere Wüste vor der Haustür kaputt machen. Wir machen lieber Wüsten weiter weg kaputt. Im Nachbarland. Und vor allem, Sand ist ja auch gut für Glas. Und Glas können wir auch jederzeit gebrauchen. Ich baue so super gerne Sachen aus Glas. In dem alten Spielstand habe ich auch ein Gewächshaus gebaut. Komplett aus Glas. Ein riesen, ja, so ein riesen Kuppelgebäude. Das sieht ja echt cool aus. Das würde ich vielleicht sogar noch mal machen. Könnte man noch als Fantasy zählen lassen. Sowieso die Frage. Also wirklich mittelalterlich will ich auch nicht unbedingt machen. Eher so wirklich, ja, so High-Fantasy-mäßig. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Ah, das Inventar.
voll voller am vollsten gerade. Oh Gott, und wir müssen hier schon wieder irgendwie rum. Ich hoffe, hier kommt mal irgendwie etwas Flaches, wo wir lang gehen können. Ich will jetzt nicht hier, das heißt Berg wahrscheinlich. Wir sind vielleicht noch nicht mal auf dem richtigen Kontinent, ich weiß es gerade nicht. Vielleicht sind wir immer noch auf so einer komischen Insel oder so. Obwohl, da könnte gut aus, sieht gut aus. Einigermaßen. Aber alles Berg hier. Oh, ich will da nicht hoch. Wir können uns durchgraben und hoffen, dass wir mal auf einer anderen Seite irgendwo ankommen. Das wäre vielleicht möglich. Unsere Schaufel ist auch fast alle. Wie viel Sand haben wir da mittlerweile überhaupt? Oh, einiges. Ich glaube, im Rucksack haben wir auch noch was. Auf jeden Fall haben wir hier eine Wüste mit Fluss. Oh, schon wieder so eine Wasserfallschlucht. Wow, die scheint es überall zu geben. Und das ist sogar fast bei uns zu Hause. Das haben wir doch bestimmt schon mal gesehen, oder? Wenn das so nah an uns dran ist, dann müssen wir das doch... Obwohl, es ist nur so eine kleine Einkerbung hier. Das geht diesmal nicht ganz durch. Es ist nur so ein bisschen. Und die Donner draußen gehen weiter. Hätten wir bei dem Wasserfall hochgemusst. Hier können wir es versuchen mit dem Aufstieg. Ich weiß nicht, ob man es auch mitbekommen hat, ob es schon ein paar neue Lieder liefen, aber ich habe auch meine Minecraft-Playlist ein bisschen aufgefüllt. Nicht doll, aber ein bisschen, vor allem auch mit Höhenmusik, weil mir das immer zu wenig war. Die hört ihr jetzt natürlich nicht. Ich habe hier auch ein paar neue Lieder für die normale Wanderung reingemacht. Ich weiß nicht, ob da jetzt schon was dran war. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob wir hier hoch sollen. Vielleicht sollten wir doch lieber versuchen, hier weiter zu laufen. Oh Gott. Ich habe Angst. Kommen wir jemals wieder herunter? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir hier jetzt so nur so Stück für Stück, könnten wir es überleben. Okay, wir haben es überlebt. Ich glaube, Clay finden wir hier unten nicht. Das wird alles immer Sand sein. Oder? Sand, ja. Da ist eine kleine Höhle. Vielleicht führt die uns ja diese Höhle auf die andere Seite. Wir gucken mal kurz rein. Stecken mal kurz das Köpfchen rein. Ach ja. Ach, die Musik ist gerade so schön. Man will eigentlich nur laufen und gar nichts sagen. Habe ich gerade irgendwie so... Bin gerade irgendwie in der Stimmung, das Ganze einfach zu genießen. Obwohl es gerade hier nicht so schön ist, muss man zugeben. Was haben wir denn da Schönes? Oh Gott, kommen wir da hoch? Na, irgendwie bestimmt. Wir können es ja auch einfach... ein wenig hochgraben. Wir haben mittlerweile ja ein bisschen Erde gesammelt. Was haben wir denn hier? Okay, nichts. Einfach nur eine kleine Lavahöhle. Eine sehr, sehr kleine Lavahöhle. Ui. Oh, jetzt hat der Regen eingesetzt, sehe ich gerade. Sehr schön. Oh. Ja, eigentlich müsste ich mich jetzt hinsetzen und irgendwas schreiben. Mein Hörbuch ist aber tatsächlich schon fertig. Ich weiß gar nicht, wann die... Doch, die Folge hier müsste vor der finalen Episode des Hörbuchs kommen. Und ja, ich habe es tatsächlich jetzt auch fertig geschrieben. Jetzt muss ich nur noch Bilder zeichnen und dann hoffe ich, dass das Finale euch gefällt. Also ich weiß ja nicht, wie viele gerade, die das Minecraft-Let's Play gucken, sich das Hörbuch auch anhören. Aber für diejenigen, die es sich anhören, ich werde es auf jeden Fall auch schaffen wieder in der Frist... gerechten Zeit, hoffe ich und, also denke ich schon. Und ich hoffe, dass es euch, ja gerade das Finale muss natürlich nochmal so ziemlich eine Schippe drauflegen, muss am Ende ja auch alles erklären, was ungeklärt blieb oder zumindest das, was man erklären möchte. Einiges lässt man ja doch auch gerne den Hörern übrig, um sich da selbst einen Kopf zu machen, wie das gemeint sein könnte. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut hinbekommen. Hat auch mega Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ein Hörbuch. Ich habe da vorher nie einen Gedanken dran verschwendet, ein Hörbuch zu machen, aber es hat echt Laune gemacht, muss ich sagen. War ein schönes Projekt und das würde ich auf jeden Fall auch wiederholen. Ich habe auch schon ein paar Ideen für nächste Hörbücher. Also könnt ihr euch da sicherlich demnächst noch auf einiges freuen, aber erstmal die Prüfungen. Also wenn ich das hier fertig habe, das Hörbuch, dann werde ich erstmal ein paar Wochen brauchen und wahrscheinlich bis nach der Gamescom, würde ich schon sagen, weil ich auch noch Hausarbeiten schreiben muss und boah, wo laufen wir denn hier gerade rum, sag mal. Okay, es sieht aber so aus, als wäre doch hier jetzt mal Schluss, oder? Ich habe eigentlich keine Lust, die ganze Zeit nur am Rand von Bergen rumzulaufen und die Zeit ist auch schon wieder um, aber ich möchte jetzt hier noch hinter den einen Berg wenigstens gucken. Ich will wissen, ob da jetzt mal was Vernünftiges kommt oder ob wir wirklich hier mal einfach die Berge hochrennen müssen. Ah, bitte, lass dahinter jetzt endlich... Aber es sieht so aus auf dem Bild.
Da muss jetzt endlich mal wieder Schluss sein. Vielleicht ist das jetzt sogar die Wüste, die wir haben vom Haus. Könnte möglich sein. Okay, hier sieht es doch eben aus, oder? Na, nein. Nein. Oh, Menno. Aber hier geht es sogar ein bisschen hoch, wenn wir Glück haben. Wir müssen nur erstmal ein Bettchen aufstellen. Oh. Fliegen wir hier raus? Warte mal, nee, hier oben können wir kein Bett hinstellen. Hier ist ein Pony. Wenn wir einen Sattel dabei hätten, könnten wir uns das Pferdchen zähmen. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst mir ruhig ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, dann gebt mir ein Dislike oder lasst es. Oh nein, bitte keine Dislikes. Ich bin immer so traurig, wenn ich ein Dislike bekomme, tatsächlich. Ich versuche mir das abzugewöhnen, traurig zu sein, wenn ich ein Dislike bekomme, aber... Ja, man ist halt doch traurig. Ist ja wie im echten Leben. Wenn man halt negatives Feedback bekommt, ist man halt traurig. Also lieber ein Like da lassen.